Wenn ich doch nicht mal mehr Möglichkeiten habe zu publizieren, ich kann in irgendwelchen obskuren Magazinen jetzt meine Meinung tun und sozusagen nachtreten, wie man so schön sagt. Ja, was soll das? Also, wissen Sie, ich bin kein schlechter Verlierer. Ich bin ein guter Verlierer. Sie haben gewonnen, ich habe verloren. So einfach ist das. Außerdem, da kommt noch was dazu. Ich bin 56 Jahre alt. Ich habe tolle Zeiten erlebt. Ich hatte die besten Frauen. Ich habe tolle Erfolge gehabt. Ich habe Millionen verdient. Ja? Und ich bin 56. Und da bleibt ja auch nicht mehr jetzt so viel. Wenn ich jetzt 30 wäre, würde ich noch kämpfen oder so. Ja? Aber da bleibt jetzt nicht mehr so viel, wo ich sage, ich werde euch noch zeigen, wenn ich 70 bin oder was. Ja, das ist Quatsch. Das ist auch ein bisschen ein Altersproblem. Ach, wissen Sie, das hängt eigentlich mit meinem Beruf zusammen. Ich muss ja irre sein in meinem Beruf, ja? Ich muss mich ja in einen Massenmörder, in einen Serienkiller verwandeln, wenn ich zum Beispiel Romane schreibe. Es ist so eine Art Brachialempathie, ja? Und ich bin halt brachial witzig auch, denke ich mir mal. Ich bin nicht mal pervers. Also... Selbst Reizwäsche bei Frauen reizt mich nicht. Also ich sage dann natürlich, oh wunderbar, das sieht geil aus oder sowas. Aber dann sage ich sofort, ja dann zieh die mal jetzt wieder aus. Weil ich mag Frauen pur. Ja, ich habe keine Vorlieben für ausgefallene Sachen. Ich bin kein Automobilfreak, ich fahre nicht mal Auto. So. Weil sie haben ja meine Person nicht verstanden, warum sie so interessiert an mir sind. Ich bin halt ein unterhaltender Typ und davon gibt es in Deutschland sehr wenige. Es gibt sehr viele Talentlose in Deutschland und die sind gar nicht so unterhaltend und die sind so süchtig danach, was ich sage irgendwie. Und jetzt ist natürlich die große Katastrophe für diese Leute passiert. Ich verschwinde aus Deutschland und da müssen sie jetzt ihren Krempel alleine machen und sich einen anderen Clown aussuchen.